Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem und den kommenden Videos werden wir uns mit dem Konzept der Funktionen beschäftigen, einem Konstrukt, das es in JavaScript wie in praktisch allen höheren Programmiersprachen gibt und das wir nun im Detail verstehen wollen. Den Einstieg dafür machen wir damit, dass wir uns noch einmal ein kleines Programm vornehmen. Ich möchte dieses hier gleich noch einmal live entwickeln. Unser Programm soll es dem Benutzer ermöglichen, eine Reihe von Zahlen einzugeben. Das Programm soll dann den größten der vom Benutzer eingegebenen Werte ausgeben, also das Maximum dieser Werte. Dieses Programm, das zunächst noch gar nichts mit Funktionen zu tun hat, möchte ich jetzt gleich einmal entwickeln und wir werden uns daran noch einmal einige Sprachkonstrukte angucken, über die ich bislang ein bisschen hinweggehoppelt bin. Das werden wir uns dann also noch einmal genauer anschauen und dann sehen, dass wir dieses Konstrukt der Funktion tatsächlich schon kennengelernt haben. Wir haben nur noch nicht darüber gesprochen. Also, auf geht's, wir entwickeln ein kleines Programm. Gut, dann starten wir also damit, dass wir uns jetzt wieder mal unsere Vorlagedatei vornehmen und ich habe hier einen neuen Ordner vorbereitet, da kopieren wir sie uns hinein. Wir nennen diese Datei einfach mal Maximum, auch Maximum ermitteln nennen, das ist mir ein bisschen zu lang im Moment, da habe ich keine Lust drauf, das zu tippen. Hier oben hingegen schreibe ich das einmal ordentlich rein, Maximum ermitteln. Und jetzt wollen wir hier unten unser Programm hineinschreiben. Wir brauchen keine Absätze innerhalb dieses HTML-Dokuments, die vordefiniert sind. Wir schreiben alles an HTML-Code selber, was in diesem Dokument anschließend erscheinen soll. Deshalb setzen wir hier nur einfach ein Script-Tag ein. Das Öffnen und das Schließen des Script-Tag. Und hier hinein schreiben wir jetzt natürlich unser Programm. Legen wir also los. Und was wollen wir jetzt machen? Gut, das Erste, was ich gerade gesagt hatte, ist, dass wir dem Benutzer es ermöglichen wollen, eine Anzahl von Werten einzugeben. Und wir wollen diese Werte zunächst einmal alle speichern in einem Array. Das bietet sich dafür an, wenn wir eben nicht nur einen Wert speichern wollen, sondern wenn wir mehrere Werte speichern wollen, die der Benutzer eingibt, müssen wir die alle in separaten Speicherplätzen sozusagen irgendwo ablegen. Bei der Registermaschine wäre das verschiedene Register gewesen. Hier haben wir eben diese Variablen stattdessen und wir wissen nicht, wie viele Werte kommen. Das heißt, wir könnten jetzt nicht eine Variable a, b, c, d und so weiter definieren. Hinterher haben wir nur 7 Variablen definiert, der Benutzer möchte aber 9 Zahlen eingeben, dann hätten wir verloren. Ein Array dagegen ist ein dynamisches Ding und das kann eben wachsen und kann beliebig viele solcher Werte aufnehmen. Also nehmen wir uns ein Array her, in dem wir eben alle Werte speichern wollen, die der Benutzer eingibt. Gut, die erste Frage also, wie deklarieren wir ein Array? Nun, wir müssen immer schreiben let, wenn wir etwas deklarieren wollen, das wissen wir schon. Wir nennen dieses Array einfach mal, wir nehmen einen beliebigen Namen geben. Ich habe das aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht mehr warum, habe ich mir das, den Namen s dafür ausgedacht für dieses Array. Und das soll ein Array sein. Was ich also hier hinschreiben muss, ist, dass das ist ein neues Array, new Array, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, fertig. Damit ist das Array s deklariert. Es hat natürlich noch keine Werte. Da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass dort Werte hineinkommen. Jetzt wollen wir dem Benutzer ja ermöglichen, Werte einzugeben und das wiederholt. Das heißt also, der Benutzer gibt einen Wert ein, dann gibt er noch einen Wert ein, dann gibt er noch einen Wert ein und wir müssen ihm irgendwie natürlich auch ermöglichen zu sagen, jetzt reicht es mir, mehr Werte habe ich nicht mehr, möchte ich nicht eingeben. Und dafür haben wir schon mehrfach denselben Trick verwendet, dass wir dann gesagt haben, dann soll der Benutzer am Ende doch bitte schön eine 0 eingeben. Wir werden noch schönere Möglichkeiten kennenlernen, wie man Eingaben vom Benutzer abfragen kann. Im Moment haben wir noch keine anderen Möglichkeiten, deshalb müssen wir hier mit Vorlieb nehmen. Also wir fordern den Benutzer einfach eben wiederholt zu einer Eingabe auf. Und wie gesagt, sobald er eine 0 eingibt, wollen wir das beenden. Das heißt, was wir brauchen, wenn wir etwas wiederholt durchführen wollen, ist natürlich eine Schleife. Schleifen haben wir jetzt 3 verschiedene kennengelernt. Die While-Schleife, die Do-While-Schleife und die For-Schleife. Und wir hatten beim letzten Mal eine Do-While-Schleife benutzt, deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal eine While-Schleife benutzen. While, dann müssen wir in die Klammern gleich eine Bedingung hineinschreiben, solange was denn der Fall ist. Ja, was wollen wir denn dann tun? Solange wollen wir es dem Benutzer ermöglichen, hier Werte einzugeben. Und Werte eingeben, wissen wir schon, das kann man mit dem Befehl prompt, wo wir dann eben in runde Klammern einen Text hineinschreiben können, was der Benutzer denn bitte schön eingeben soll. Da wird ihm das angezeigt, zum Beispiel eben sowas wie nächster Wert bitte. Und in Klammern sagen wir noch dahinter Ende mit 0, damit der Benutzer auch weiß, wie er die Eingabe hier beenden kann. Das ist nun der Text, der also in diesem kleinen Fensterchen angezeigt wird, wenn wir dieses Programm dann gleich ausführen werden. Und dazu müssen wir hier hinten noch ein Komma dahinter machen, weil wir hier noch einen zweiten Wert dahinter angeben müssen. Da machen wir einfach die leeren einfachen Anführungszeichen, also leere Anführungszeichen, heißt, da steht nichts dazwischen. Wie ihr seht, nicht mal ein Leerzeichen steht hier.
So, damit hätten wir also gesagt, der Benutzer kann etwas eingeben. Das allerdings hilft uns noch nicht, sondern wir müssen ja noch dafür sorgen, dass was immer der Benutzer dort eingegeben hat, auch irgendwo gespeichert wird. Das heißt, wir müssen links von dem Prompt einen Variablennamen hinschreiben und ich nenne den zum Beispiel mal Eingabe und dann ein Gleichheitszeichen. Das sorgt also jetzt dafür, dass was immer der Benutzer eingibt, dann in der Variablen Eingabe gespeichert wird. Eingabe gleich Prompt, nächster Wert bitte, Ende mit 0. Das ist der Text, der dann erscheinen soll. Fertig. So, jetzt müssen wir hier mit dieser While-Schleife müssen wir natürlich noch etwas machen. Was müssen wir nämlich da machen? Wir müssen dafür sorgen, dass die While-Schleife eben nur so lange läuft, wie eben nicht 0 eingegeben worden ist. Das heißt, wir prüfen in jeder Runde, wo wir dem Benutzer etwas eingeben lassen, ob er gerade eine 0 eingegeben hat. Also fragen wir hier einfach ab, ob Eingabe ungleich 0 ist. Solange die Eingabe also ungleich 0 ist, soll diese Anweisung durchgeführt werden. Soweit so gut. Das funktioniert jetzt im Prinzip schon fast. Was uns noch fehlt, ist natürlich, wir haben die Variable Eingabe nicht deklariert. Das heißt, wir müssen hier vorher dafür sorgen, dass die Variable Eingabe auch tatsächlich existiert. Das machen wir mit der Deklaration. Wenn wir sie aber nicht initialisieren, dann wird hier 2 Zeilen weiter unten die Abfrage, ob die Eingabe ungleich 0 ist, schiefgehen, weil Eingabe gar keinen Wert hat. Das heißt, wir müssen hier dafür sorgen, dass Eingabe auf jeden Fall einen Wert bekommt. Und wenn wir hier den Wert 0 hineinschreiben würden, wäre das ziemlich dumm, dann würde nämlich diese Schleife nie betreten werden, denn es wäre ja schon Eingabe gleich 0. Und das heißt, wir kämen nie hier hinein. Das heißt, wir können dem hier einen beliebigen Wert geben, der ungleich 0 ist. Das kann eine 47 sein, das kann eine 17 sein. Da können wir machen, was wir wollen. Ich schreibe einfach mal eine 1 dort hinein. Das sorgt also dafür jetzt, dass der Wert eingegeben werden kann. Das können wir jetzt einfach schon mal ausprobieren. Ich speichere diese Datei, dann laden wir die Datei hier drüben neu und dann können wir hier eben jetzt was eingeben. Zum Beispiel gebe ich eine 4 ein, dann gebe ich eine 5 ein, dann gebe ich eine 9 ein, dann gebe ich eine 0 ein. Und mehr passiert natürlich noch nicht. Wie können wir jetzt gucken, ob hier auch tatsächlich was passiert? Nun, wir könnten zum Beispiel jetzt hier vorne eine Ausgabeanweisung hineinpacken und ausprobieren, was denn da tatsächlich passiert. Zum Beispiel schreiben wir hier hinein Document. Das kennen wir ja schon, document.write. Und dann in Klammern könnten wir hier eben jetzt, ja, im Prinzip wollen wir den Wert von der Eingabe hier ausgeben, also den Wert, den wir gerade eingegeben haben. Wie gesagt, wir rechnen noch kein Maximum aus. Wir geben im Moment einfach nur ganz stumpf das aus, was der Benutzer uns gerade eingegeben hat. Das macht alles noch nichts Spannendes. Das dient nur dazu, dass wir gucken, ob unser Programm so weit, wie wir es meinen, dass es funktionieren sollte, auch tatsächlich funktioniert. Jetzt wissen wir aber, dass das alleine kein gültiger HTML-Code ist. Das heißt, wir müssen hier drumherum eben noch erstmal gültigen HTML-Code schreiben. Das heißt eben sowas in der Art, dass wir ein P-Tag davor schreiben und ein P-Tag dahinter schreiben. Das eben jeweils in Anführungszeichen gesetzt. Vorne das öffnende, hinten das schließende P-Tag und natürlich ein Semikolon an das Ende der Zeile. Wir speichern das wieder. Wir laden unsere Datei hier drüben neu. Und jetzt gebe ich mal ein 4, 9, 6, 0 und wir sehen, dass die Werte auch alle ausgegeben worden sind. Soweit, so gut. Nichts Überraschendes passiert bislang. Wir haben einfach nur alle Werte ausgegeben. Unsere Schleife aber, wissen wir schon mal, funktioniert wenigstens. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir die Werte, die wir hier gelesen haben, in unserem Array speichern. Die sollen also in das Array hineingeschrieben werden. Im Moment ist es ja so, dass wir immer, wenn wir eine neue Eingabe gelesen haben, den alten Wert von der Eingabe vergessen haben. Ja, wird sofort überschrieben in der nächsten Runde mit dem nächsten Wert und wieder mit dem nächsten und mit dem nächsten. Das macht so lange nichts, wie wir die Werte einfach nur wieder ausgeben wollen. Wenn wir aber gleich nach der Schleife erst noch loslaufen wollen und gucken wollen, was war denn der größte Wert, dann hätten wir ein Problem, dann gibt es nämlich die ganzen anderen Werte gar nicht mehr. Also machen wir es jetzt hier so, dass wir den Wert, den wir gerade eingelesen haben, in das Array speichern. Das haben wir auch schon in der letzten Vorlesung kennengelernt, wie das geht. Nämlich mit dem Befehl push können wir sagen, dass wir einen Wert einem Array hinzufügen wollen. Und das ging so, dass wir da hingeschrieben haben den Namen des Arrays, das heißt in diesem Fall s, Punkt, push und dann in die Klammern dahinter kommt das, was wir hinzufügen wollen. Und das ist in diesem Fall die Eingabe. Fertig. Jetzt können wir natürlich diese Zeile hier einmal rausschmeißen, die interessiert uns jetzt im Moment nicht mehr. Und ich setze die einfach mal hier unten rein, weil wir die in ähnlicher Form gleich wieder brauchen werden. Und um die jetzt nicht ausführen zu lassen, machen wir einfach 2 Schrägstriche davor. Dadurch wird die zu einem Kommentar. Damit wird diese Zeile nicht mehr ausgewertet. Das heißt, wir können jetzt wieder das speichern. Wir können das hier drüben wieder starten. Ich gebe wieder meine Werte ein, 4, 9, 6, 0.
und es passiert nichts weiter. Wir sehen gar nicht, dass irgendwas passiert. Ich habe jetzt auch die Fehlerkonsole nicht an, da würden wir sonst zumindest sehen, dass es fehlerfrei gelaufen ist, hoffentlich jedenfalls. Insofern ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich kann die auch mal eben einschalten, die Fehlerkonsole, über Extras, Webentwickler und dann die Webkonsole. Und da sehen wir jetzt also die Fehlermeldungen, die hier unten uns ausgegeben würden, wenn wir denn welche Fehler eingebaut hätten. Jetzt sollten also alle unsere Werte in diesem Array drinstehen. Tatsächlich können wir das sogar einmal ganz schnell überprüfen. Ich mache nämlich hier nochmal den Kommentar wieder heraus. Und jetzt lassen wir uns hier einfach mal das Array S ausgeben. Wir können dann nämlich nicht nur eine elementare Variable angeben, sondern sogar so ein komplexes Konstrukt wie ein Array. Das sieht nicht schön aus, was da jetzt gleich passieren wird, aber wir probieren es einfach mal aus. Was machen wir jetzt also? Wieder 4, 9, 6 und 0 gebe ich wieder ein. Und dann sehen wir, dass die Werte einfach hintereinander ausgegeben werden. Wir sehen aber eben jetzt, im Array S sind alle diese Werte gespeichert. So, das Erste, was uns jetzt auffällt, ist, nicht schön ist ja, dass die 0 auch mit da drin gespeichert ist. Die 0 wollen wir einfach aus der Eingabe raushalten. Und damit wir das hinbekommen, sorgen wir hier kurzerhand dafür, dass wir hier eine Abfrage einbauen. Und nur wenn die Eingabe, die wir da gerade bekommen haben, ungleich 0 war, führen wir die Anweisung s.push-Eingabe aus. Das heißt also, wenn ich gleich wieder meine 4 eingebe, ist die Eingabe ungleich 0, das heißt, dass die 4 wird hinzugefügt, genauso bei der 9, genauso bei der 6, aber die 0 am Ende sollte nicht mehr hinzugefügt werden. Das können wir jetzt wieder testen, speichern, neu laden. Ich nehme wieder meine drei Testzahlen von eben und wir sehen, tatsächlich steht nur 4, 9, 6 in dem Array. Das heißt, die 0 wird jetzt eben nicht mehr hinzugefügt. Prima. Das heißt, den ersten Teil der Aufgabe haben wir schon mal erledigt. Dass wir es dem Benutzer ermöglichen, beliebig viele Zahlen einzugeben. Ich habe immer nur 3 Zahlen eingegeben, aber man kann sich leicht davon überzeugen, ihr könnt das auch ausprobieren, dass ihr beliebig viele Zahlen eingeben könnt und am Ende, wenn ihr irgendwann die 0 eingebt, dann wird anschließend eben das Array ausgegeben, denn das ist die einzige Anweisung, die wir hinter der Schleife haben. Damit sind wir aber jetzt noch nicht fertig, denn was wir jetzt ja machen müssen, ist, dass wir das größte Element in diesem Array bestimmen. Das können wir nicht ohne weiteres. Wir können nicht einfach sagen, gib mal das größte Element aus. Dafür gibt es keine vordefinierte Funktion, die das täte. Das heißt, wir müssen jetzt also hergehen und uns überlegen, wie können wir denn das ermitteln. Naja, und eine Möglichkeit ist halt, dass wir eben, wenn wir uns nochmal so einen Karteikasten vorstellen, wir gucken uns Karteikarte für Karteikarte an, welche Zahl da drauf steht, nehmen uns die erste Karte vor und denken, oh, das könnte ja die größte Zahl sein, die merken wir uns mal. Dann gucken wir uns die zweite Karte an, gucken nach, ist die kleiner? Also der Wert, der da drauf steht, kleiner als der, den wir als bislang größten Wert gefunden haben, dann interessiert uns die Karte nicht weiter. Wenn der Wert aber größer ist, dann denken wir uns, oh, das könnte aber jetzt der größte Wert sein. Dann merken wir uns halt den. Und dann gucken wir uns die dritte Karte an, machen dasselbe Spiel wieder und so weiter, gucken also jede Karte an und immer, wenn wir eine größere Karte gefunden, also einen größeren Wert gefunden haben, dann merken wir uns den als den bislang größten Wert. Wir merken uns nicht, an welcher Position der steht, das brauchen wir nicht, aber wir wollen zumindest wissen, was ist denn der größte Wert. Das heißt also, unseren Start können wir wunderbar damit machen, dass wir zunächst mal sagen, wir nehmen uns eine Variable her, in der das Maximum gespeichert werden soll. Ich nenne sie einfach mal Max. Und die erhält als ersten Wert kurzerhand die erste Position von unserem Array. S an der Stelle 0. Denn dort steht hoffentlich ein Wert. Wir überprüfen nicht, ob der Benutzer vielleicht gar keine Zahlen eingegeben hat. Ein gutes Programm sollte das machen. Das sollte jetzt einmal überprüfen, ob überhaupt Werte im Array vorhanden sind. Wir sparen uns das an dieser Stelle hier. Und wir nehmen deshalb an, dass es eben diesen ersten Wert gibt. Und das ist dann erstmal unser Kandidat für eben den größten Wert. Das wäre also in der Beispieleingabe, die ich gerade hatte, die 4. Und jetzt brauchen wir eben etwas, mit dem wir ein Array durchlaufen können. Das hatten wir auch schon auf verschiedene Arten und Weisen gesehen, wie man das machen kann. Hatte ich schon in der letzten Vorlesung, in den letzten Videos auch angesprochen. Wir nehmen zunächst mal auch eine While-Schleife dafür her. Dafür brauchen wir wieder eine Laufvariable, mit der wir das Array durchlaufen. Diese Laufvariable habe ich immer i genannt und wir müssen diese Laufvariable am Anfang initialisieren, nämlich mit let i gleich. So, und jetzt wollen wir das Array von vorne bis hinten durchlaufen. Das heißt, normalerweise würden wir hier sagen let i gleich 0. Wir könnten hier genauso gut sagen let i gleich 1, weil wir uns ja die Position 0 schon angeguckt haben, denn die haben wir ja schon in der Variablen max gespeichert. Deshalb reicht es, wenn wir hier also mit 1 loslaufen. So, und jetzt soll unsere Schleife laufen. While i kleiner s.length. So lang müssen wir laufen und gucken uns eben die einzelnen Elemente an. Und was müssen wir jeweils überprüfen? Wir gucken uns jeweils das ith Element des Arrays an, also if s an der Stelle i größer ist als unser Max-Wert.
Das heißt, wir gucken also nach, ist der Wert, den wir gerade lesen, in diesem Fall wäre also, wenn wir das jetzt mal mit der Eingabe, die ich rechts ja noch stehen habe, uns das nochmal angucken. Jetzt würden wir also für i gleich 1 überprüfen, ist das noch kleiner als die Länge des Arrays? Ja, die Länge unseres Arrays ist ja 3. Und wenn also s an der Stelle i 1 im Moment, s an der Stelle 1, das ist der Wert 9, ja, 0. Position ist hier die 4, in der ersten Position steht die 9. Wenn dieser Wert, den wir da lesen, also die 9, größer ist als unser bisheriges Maximum, in dem Maximum steht im Moment der Wert 4 drin. Wenn 9 also größer als 4 ist, das ist der Fall, was machen wir dann? Ja, dann ist natürlich die 9 unser neuer größter Wert. Das heißt also, dann ist max gleich s an der Stelle i. Das ist unser neues Maximum, was wir bislang gefunden haben. Und jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass i um 1 erhöht wird, sodass jetzt eben in der nächsten Runde i gleich 2 ist. Dann überprüfen wir wieder, 2 ist kleiner als 3, die Länge von s. S an der Stelle 2 ergibt jetzt die 6. 6, jetzt überprüfen wir, 6 größer als unser Wert Maximum. Max ist aber gerade 9. 6 ist also nicht größer als 9. Also führen wir die Anweisung max gleich s von i an der Stelle nicht aus. Es bleibt also die 9 in max stehen. Wir erhöhen i wieder um 1 auf 3. Überprüfen, ist 3 kleiner als s.length? s.length ist aber 3, also ist das nicht der Fall und damit sind wir halt an der Stelle fertig. Wir verlassen also die Schleife und würden jetzt unser Array s ausgeben, das wollen wir aber gar nicht. Das, was uns interessiert, ist natürlich an dieser Stelle der Wert von max, den wir haben wollen. Das Ganze muss man wirklich nochmal in Ruhe durchspielen. Gute Idee ist immer auf Papier sich das aufzumalen, einmal hinzuschreiben, welche Variable haben wir, welche Variable hat welchen Wert und dann Schritt für Schritt das Ganze durchzuspielen. Und das eben vielleicht nicht nur mit so einer einfachen Eingabe 496, wie ich sie jetzt hier habe, sondern durchaus mal mit einer etwas größeren Eingabe, also mit ein paar Werten mehr, wo ein bisschen Abwechslung drin ist, dass mal was Größeres, dann eine kleinere Zahl drin vorkommt und so weiter und so fort. Da muss man einfach mal ein bisschen herumspielen. Gut. Ich habe das gespeichert, dann starten wir unser Programm hier drüben nochmal neu und wir geben nochmal ein, 4, 9, 6 und 0 und tatsächlich wird die 9 auch ausgegeben. Hat also anscheinend funktioniert, was wir da getan haben. So weit, so gut, scheinbar. Jetzt allerdings kommt ein kleiner Haken an der Sache. Und zwar möchte ich euch jetzt einmal folgende Zahlen eingeben, 4, 11, 9. Was sollte der größte Wert sein? Naja, 11 sind wir uns hoffentlich einig. Ich gebe die 0 als 1 zum Abschluss der Eingabe und oh Wunder, es kommt 9 dabei heraus. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir tatsächlich zwar geglaubt haben, wir hätten Zahlen eingegeben, in Wirklichkeit haben wir aber Zeichenketten eingegeben. Wir erinnern uns an die Codierungsvorlesung zurück von ganz am Anfang. Ich benutze das hier gerade mal als einen Notizblock. Da haben wir also jetzt die Zeichenketten. Die erste Zeichenkette, die ich eingegeben habe, war 4. Die zweite Zeichenkette war die 11, glaube ich. Und die dritte Zeichenkette war die 9, die ich eingegeben habe. Und das sind eben jetzt Zeichenketten. Zeichenketten werden aber lexikografisch sortiert, so wie wir das vom Duden her kennen. Alle Worte mit A stehen vor den Worten mit B, alle mit B stehen vor den Worten mit C. Und hier ist das nun ähnlich. Wir haben hier tatsächlich eben nicht die Zahl 4, die Zahl 11 und die Zahl 9, sondern wir haben die gewissermaßen als Wörter hier stehen. Das heißt, das hier ist ein Wort, das aus den Zeichen, nicht aus den Ziffern, sondern aus den Zeichen 1, 1 besteht. Und dieses Wort vor der 9, weil eben der Buchstabe 1 gewissermaßen, also ähnlich wie eben alle mit A vor allem mit B stehen, so stehen eben alle Zahlen, die mit 1 beginnen, vor allen Zahlen, die mit 4 beginnen und vor allen Zahlen, die mit 5 und so weiter beginnen und insbesondere auch vor allen Zahlen, die mit 9 beginnen. Das heißt, wir haben tatsächlich Zeichenketten und keine Zahlen verglichen. Das ist ziemlich verwirrend, aber das ist leider in JavaScript so. Es gibt eine Abhilfe zum Glück. Und zwar können wir hier um dieses Prompt herum sagen, das, was der Benutzer da eingegeben hat, das sei bitteschön keine Zeichenkette, sondern das sei eine Zahl. Und dafür müssen wir eine Analyse der Eingabe durchführen, ein Parsing, wie man das auch auf Deutsch, auf Englisch nennt, ein Parsing der Eingabe durchführen, und zwar daraufhin, ob es sich um eine Zahl handelt. Und wir wollen überprüfen, ob es sich um eine ganze Zahl handelt. Und ganze Zahlen bezeichnet man im Englischen auch als Integer. Das heißt, was wir hier machen, ist ein ParseInt, so heißt das. Wir analysieren, ob es ein Integer ist. Und dann müssen wir hier noch einmal runde Klammern drumherum machen. Da wird die Struktur jetzt ein kleines bisschen irritieren, vor allem weil meine Zeile da so kurz ist. Ich mache die gerade mal breiter, dann sieht man, wie das eigentlich aussehen würde hier. Also wir sehen hier, das ist die innere Klammer. Ihr seht das auch immer schön, wenn ich hier mit dem Mauszeiger draufgehe, dass hier eben
die Unterstriche drunter sind, sodass man erkennt, welche Klammern zusammengehören. Und hier sieht man eben jetzt, diese Klammer gehört zu dieser Klammer. Das kann leicht verwirrend sein, aber diese Unterstreichungen helfen einem da ganz gut, das dazu wieder zu erkennen, was man da geschrieben hat. Das heißt also, was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Der Benutzer wird aufgefordert, einen Wert einzugeben. Das kennen wir auf diese Art und Weise. Haben wir schon mehrfach jetzt gesehen. Wir wissen, dass das, was der Benutzer hier eingegeben hat, dann oder in dieses Fenster hier drüben im Browser eingegeben hat, das kommt also hier als Wert von diesem Ding, von dieser Anweisung zurück. Und normalerweise hätten wir das direkt in die Eingabe geschrieben. Das tun wir jetzt nicht, sondern wir reichen dieses Ding weiter an das parseInt. Und dieses parseInt sorgt dafür, dass das, was wir hier eingegeben haben, umgewandelt wird in eine Zahl. So, jetzt habe ich behauptet, das würde funktionieren. Jetzt probieren wir das auch nochmal aus hier drüben. Ich starte unser Programm nach dem Speichern hier nochmal neu. Ich gebe wieder ein 4, 11, 9, 0 und wir sehen, jetzt wird tatsächlich die 11 als größte Zahl ausgegeben, so wie es auch sein sollte. Nicht alles ist so, wie es den Anschein hat. Das heißt, wir haben eben hier tatsächlich eben keine Zahl eingelesen, obwohl wir das die ganze Zeit geglaubt haben, sondern wir haben eine Zeichenkette eingelesen. Das ist eine wirklich fehlerträchtige Stelle, die in JavaScript auch wirklich nicht schön gelöst ist. Aber damit müssen wir leider leben, wenn wir diese Programmiersprache verwenden, und das werden wir für den Rest des Semesters tun. Deshalb also dieses parseInt einigermaßen wichtig, dass man damit eben umgehen kann. Und jetzt wollen wir uns endlich dem eigentlichen Thema annähern, mit dem wir uns in diesem und den folgenden Videos beschäftigen wollen, nämlich den Funktionen. Diese haben wir nämlich gerade schon mehrfach gesehen. Eine der ersten Funktionen, die wir kennengelernt haben, ohne dass wir sie bislang so benannt haben oder uns näher damit beschäftigt hätten, ist dieses Prompt gewesen. Bei Prompt handelt es sich um eine solche Funktion, eine vordefinierte Funktion von JavaScript, die wir benutzen können. Es gibt viele solcher vordefinierten Funktionen, aber wir können auch selber Funktionen schreiben. Dazu kommen wir später noch. Prompt ist also eine vordefinierte Funktion. Ganz generell sind Funktionen Sprachkonstrukte von höheren Programmiersprachen, die es uns ermöglichen, Teilaufgaben aus unserem eigentlichen Programm auszulagern, also dem Programm, das wir gerade geschrieben haben, dem Hauptprogramm, wie man das auch nennt. Wo es ein Hauptprogramm gibt, muss es wohl auch noch etwas anderes geben, und das sind die Unterprogramme, wie man Funktionen mitunter auch nennt. Man kann sich das ein wenig so vorstellen wie eine Art Delegation an einen Spezialisten. Da gibt es einen Herrn oder eine Frau Prompt, der wir sagen können, liebe Frau Prompt, sorgen Sie doch bitte einmal dafür, dass der Benutzer etwas eingeben kann, und sagen Sie mir anschließend, was der Benutzer da gerade eingegeben hat. Frau Prompt verrichtet dann ihre Arbeit. Wie sie das tut, muss uns nicht interessieren, denn sie ist Spezialistin, sie kennt sich aus und weiß, was und wie sie das tut. Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig ist, sagt sie uns, dem Hauptprogramm oder genauer gesagt der aufrufenden Stelle, Bescheid, welchen Wert der Benutzer eingegeben hat. An der Stelle, an der wir diesen Prompt-Befehl hingeschrieben haben, wird dann der vom Benutzer eingegebene Wert eingesetzt. Im Falle von Prompt gibt sie eine Zeichenkette zurück, auch wenn das auf den ersten Blick wie eine Zahl aussah. Und da haben wir dann auch schon eine zweite Funktion kennengelernt, nämlich das parseInt. Das war sozusagen der zweite Spezialist, den wir um Unterstützung gebeten haben. Herr parseInt bekommt die soeben von Frau Prompt an uns zurückgegebene Zeichenkette übergeben und kümmert sich darum, aus einer Zeichenkette, die man ihm gibt, eine ganze Zahl zu machen. Also macht er sich an die Arbeit und gibt dann an die aufrufende Stelle die Zahl zurück, die er in dieser Zeichenkette vorgefunden hat. Auch hier müssen wir wieder nicht wissen, wie er das macht. Damit haben wir schon die wesentlichen Aspekte von Funktionen kennengelernt. Eine Funktion erledigt immer eine bestimmte Teilaufgabe, eine wohldefinierte Teilaufgabe. Das war in diesem Beispiel bei der Prompt-Funktion, dass ein Dialog angezeigt wird, in dem der Benutzer etwas eingeben kann und dass der Wert, den der Benutzer eingegeben hat, als Zeichenkette zurückgeliefert wird. Im Fall der parseInt-Funktion war es so, dass wir dieser Funktion eine Zeichenkette geben und die Zahl zurückerhalten, die in dieser Zeichenkette enthalten war. Wie diese Funktionen im Detail funktionieren, müssen wir wie gesagt nicht wissen. Das braucht uns an dieser Stelle nicht zu interessieren. Wir können uns darauf verlassen, dass unsere Spezialisten, die hier von den Leuten programmiert wurden, die JavaScript entwickelt haben, dafür gesorgt haben, dass diese Funktionen immer das tun, was sie tun sollten. Was wir aber wissen müssen, ist, wie eine Funktion heißt, die wir aufrufen wollen. Wir müssen also den Namen der Funktion kennen, um Frau Prompt und Herrn parseInt zu sagen, jetzt legen Sie bitte mal los. Sonst sitzen die beiden in der Ecke und wissen gar nicht, dass sie etwas tun sollen. Also müssen wir sie irgendwann aufrufen, so nennt man das auch. Das zweite, das wir brauchen, sind die sogenannten Parameter. Wir übergeben Funktionen etwas. Nicht immer, aber doch sehr häufig. Wie sieht es im Fall der Funktion Prompt aus? Wir haben hier zwei Parameter. Da lernen wir schon, dass mehrere Parameter durch Komma voneinander getrennt werden. Der erste Parameter ist der Text, der in diesem Dialog oberhalb des Eingabefeldes angezeigt wird. Und der zweite, wo wir immer eine leere Zeichenkette übergeben haben, ist der Text, der in dem Eingabefeld angezeigt wird.
Ihr könnt das mal ausprobieren, indem ihr einfach in die Anführungszeichen etwas hineinschreibt. Dann werdet ihr sehen, dass dann in dem Eingabefeld auf einmal schon etwas drinsteht. Das kann manchmal nützlich sein, häufig aber wollen wir das nicht und wir hatten das dementsprechend bislang auch noch nicht genutzt. Das sind also die zwei Parameter, die diese Funktion bekommt. Die Funktion parseInt hat nur einen Parameter bekommen, nämlich eine Zeichenkette. Bei uns war das die Zeichenkette, die die Funktion prompt zurückgeliefert hat. Die Funktion prompt hat ja einen Rückgabewert, das ist die nächste wichtige Komponente, die wir bei solchen Funktionen haben. Nicht alle Funktionen liefern eine Rückgabe, aber die beiden Funktionen, über die wir hier gerade sprechen, tun das. Die Funktion prompt liefert die Zeichenkette zurück, die der Benutzer eingegeben hat, und die Funktion parseInt hat eine Zahl als Rückgabewert geliefert. Mit diesen Rückgabewerten können wir wieder irgendetwas anfangen, sie zum Beispiel in einer Variablen speichern. Zusammengefasst heißt das also, wir brauchen den Namen der Funktion, wir brauchen die Parameter und wir brauchen den Rückgabewert. Und wir müssen natürlich ungefähr wissen, was die Funktion macht, damit wir sie auch in sinnvoller Weise aufrufen können. Diese drei Komponenten nennt man die Schnittstelle der Funktion. Mit deren Kenntnis können wir eine Funktion aufrufen, sodass sie mit der Arbeit loslegen kann. Dafür müssen wir eventuell bestimmte Informationen, Werte, die wir als Parameter übergeben, mitgeben und wir erhalten von ihr in vielen Fällen einen Rückgabewert zurück, den wir beliebig weiter verarbeiten können, indem wir ihn beispielsweise einer Variablen zuweisen oder auch indem wir ihn sofort an eine andere Funktion weitergeben. Das haben wir eben bei diesen verschachtelten Funktionsaufrufen gesehen, wo wir den Rückgabewert von prompt gar nicht erst in einer Variablen gespeichert, sondern sofort an parseInt weitergegeben haben. Wir hätten das auch anders machen können und den Rückgabewert von prompt erst einmal in einer Variablen speichern, um dann diese Variable an parseInt zu übergeben. Da muss man immer gucken, was man geschickter findet. Mal ist das eine übersichtlicher, mal das andere. Da muss man immer überlegen, wie man das gerne hätte und es gibt hier kein richtig oder falsch. Wir haben hier, wie gesagt, also den Aufruf der einen Funktion in den Aufruf der anderen Funktion hineingeschachtelt. Das ist durchaus möglich. Diese Schnittstellen, die wir hier jetzt für diese vordefinierten Funktionen kennengelernt haben, muss man irgendwo nachschlagen. Dafür muss man wieder in die Dokumentation von JavaScript gucken. Die Webseiten, die wir zum Thema HTML und CSS empfohlen haben, kann man auch wunderbar nehmen, um Dinge über JavaScript nachzuschlagen. Auch diese Dinge sind da sehr gut dokumentiert. Daher unser Tipp, schaut da noch einmal in diese Webseiten hinein und da werdet ihr eine ganze Menge kennenlernen können. Alles, was wir für diese Vorlesung bzw. diese Videoserie brauchen, werden wir aber natürlich hier im Rahmen der Vorlesung und der Videos behandeln. Damit haben wir einen ersten Einblick in Funktionen erhalten. Wir haben mit unserem Programm das Maximum der vom Benutzer eingegebenen Werte ermittelt. Dieses Programm, das ich da geschrieben habe, können wir auf vielfältige Weisen verändern und verbessern. Wir können beispielsweise statt der Wildschleife eine Vorschleife nehmen. Wir können uns noch ausdenken, wie wir die Eingabe schöner machen, wie wir die Ausgabe schöner machen. Alles, das ist möglich, wollen wir an dieser Stelle aber nicht tun. Für uns ist das der Aufhänger gewesen, dass wir uns mit Funktionen beschäftigen, die hier nämlich heimlich, still und leise schon verwendet wurden. So haben wir unsere ersten zwei Funktionen kennengelernt. Mit den Funktionen, mit den Parameterübergaben, mit den Rückgabewerten werden wir uns in den folgenden Videos noch ausführlicher beschäftigen. Vor allem werden wir auch sehen, wie wir selber eigene Funktionen schreiben können. Denn die helfen uns dabei, unsere Programme übersichtlicher zu gestalten und dafür zu sorgen, dass wir Aufgaben, die wiederholt ausgeführt werden müssen, nicht mehrfach programmieren müssen. Dazu werden wir dann sozusagen unsere eigenen Spezialisten bauen, die für uns bestimmte Aufgaben erledigen können. Alles das gucken wir uns in den kommenden Videos an. Tschüss, bis zum nächsten Video.